Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid und dass ihr wieder mit mir ans Meer kommt. Heute geht's nach Dorum-Neufeld. Das ist ein kleiner Ort, gehört zur Wurster Nordseeküste und die liegt zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Der Schweizer Sascha Kunz ist seit vielen, vielen Jahren immer nach Dorum-Neufeld in Urlaub gefahren und hat sich so sehr in den Ort verliebt, dass er jetzt ganz hingezogen ist. Er verkauft Currywürste mit Blick auf Kutter und ist glücklich. Und nicht nur wegen seiner guten Würste kommen die Urlauber zu ihm an den Stand, sondern auch wegen seines Opas. Der hat nämlich 1966 dafür gesorgt, dass die Deutschen nicht Weltmeister wurden. Er war Schiedsrichter im Spiel Deutschland gegen England im Wembley-Stadion. Ja, ja, und damals das letzte Tor war umstritten. Und der Opa von Sascha Kunz hat es den Engländern anerkannt. Viel zu besprechen also im Imbiss mit Blick auf Kutter. Moin, Herr Kunz, wann waren Sie denn zuletzt an der Nordsee? Wann zuletzt? Ja. Zuletzt an der Nordsee war ich eigentlich nie mehr, seit ich hier arbeite. du kommst hier gar nicht mehr weg. Und unsere Tage sind halt so lange, dass wir ja den Weg eigentlich nicht mehr ans Wasser finden im Moment. Das überrascht mich jetzt. Ja, gut. Sie sind der Liebe zur Nordsee wegen hierher an die Küste gezogen. Wie kam denn das überhaupt? Wie haben Sie als Schweizer Dorum-Neufeld entdeckt? Ja, das war eigentlich sehr zufällig, dass wir Dorum entdeckt haben, mit dem Urlaub hier zu machen. Das heißt, wir haben, meine Frau hat mal gesucht im Internet und dann kam sie plötzlich auf Dorum Neufeld und so hat das eigentlich dann begonnen und so hatten wir uns dann fast 10 Jahre hierher bewegt und immer im Herbst. Sind immer im Herbst von der Schweiz aus hierher in den Urlaub gefahren? Ja, wir waren immer im Herbst hier und immer so die, ich habe noch immer im Oktober Geburtstag und so hatten wir die letzten 10 Jahre eigentlich immer hier gefeiert. Was macht Dorum-Neufeld im Oktober so traumhaft für Sie? Aus der Schweiz kommt. Wie soll ich jetzt anfangen? Das ist relativ noch eine lange Geschichte. Wir waren viele Jahre immer wieder auf Kreta in den Urlaub, weil meine Schwiegermama hat 10 Jahre auf Kreta gelebt. Und da kannten wir natürlich Dorum-Neufeld noch nicht so. Und wie durch den Zufall halt haben wir dann Dorum-Neufeld gefunden. Und uns gefällt hier einfach die Landschaft und das Wasser und die Leute auch. Die sind korrekt und geradeaus halt und das passt uns. Und in der Schweiz ist das halt immer ein bisschen anders. Dort hat jeder ein bisschen Schauklappen links und rechts. Die sehen da nicht links und nicht rechts. Und hier ist eigentlich die Leute sind offen und wir sind eigentlich auch so. Und das passt. Und Sie haben auch nie die Hitze Kretas vermisst hier? Nee, ich als Kind durfte ich ja auch schon mit den Eltern in den Urlaub. Und wir waren auch immer Spanien, Italien, Frankreich, je nachdem. In den Urlaub und ich bin nicht so der Sommermensch, sondern ja, ich mag halt hier die raue Brise. Und wenn Sie denn den Urlaub hier verbracht haben, sind Sie am Wasser entlang spaziert oder was war für Sie das Schöne hier? Man ist ja vielseitig hier, man ist mit dem Auto motorisiert noch, man kann auf Bremerhaven, man kann auf Cuxhaven, wir haben viele Ausflüge gemacht, wir haben Wattwanderungen gemacht, geführte Wattwanderungen gemacht unter anderem. Und Drachensteigen, Wind, Wasser, was will man noch mehr? Hier hast du eigentlich ja alles, sage ich jetzt mal. Ja, dann waren Sie für eine Woche da und dann sind Sie wieder zurückgefahren. Sind Sie immer mit dem Auto hierher gekommen? 14 Tage waren wir immer hier, ja, und ja. Haben immer ein Haus gemietet, weil wir ja noch Hunde haben. Und das musste ja auch immer passen, dass der Hund auch mit darf. Und das natürlich hier für den Hund natürlich auch ein Zuckerschleck eigentlich. Und Kinder sind auch mitgekommen? Natürlich, die Kinder sind alle immer mit dabei gewesen. Ja, der große Kevin, der hat natürlich dann irgendwann mal gesagt, jetzt komme ich nicht mehr mit. Das hat es auch gegeben, aber sonst sind wir eigentlich immer komplett. Zwei Jüngere haben Sie noch. Die Zwillinge noch, ja. Timo und Noemi. Ja, gut. Ja, das ist ja nun das eine, dass man im Herbst für 2 Wochen an die Nordsee fährt, aber dann haben Sie gesagt, wir ziehen ganz an die Nordseeküste. Wie kam denn das? Ja, das kam auch durch einen Urlaub, wo wir hier gemacht haben im Herbst. Da hat dann der Kleine von uns, der Timo,
hat hier am Wagen eigentlich gesehen, dass der Wagen zum Verkaufen sei. Und so haben wir uns dann mit dem Betreiber mal in Kontakt gestellt so erging das dann. Und wir mussten dann doch noch ein, zwei Monate warten, bis er dann die Freigabe gab. Und so haben wir dann entschieden, dass wir hier den Imbiss übernehmen. Was für eine Entscheidung, oder? Wenn man schon dieses kleine Schild sieht, Imbisswagen zu verkaufen, hier direkt mit Blick auf die Kutter in Dorum. Was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist natürlich ein erlösendes Gefühl. Wenn ich vergleiche in der Schweiz, wo ich angestellt war, wo ich über 20 Jahre den Kunden nachgerannt bin, im Verkauf tätig war und jetzt hier eigentlich mein schönster Arbeitsplatz, wo man sich eigentlich erdenken kann. Und am Abend, wenn die Abendsonne scheint und hier die, wenn wir am Putzen sind, also etwas Schöneres gibt es gar nicht. Aber in dem Augenblick, wenn Sie diesen Zettel sehen, Imbisswagen zu verkaufen, das ist dann doch, machen wir das nicht? Oder ist das unvernünftig oder ist das zu riskant? Oder haben Sie gleich gesagt, nee, nichts wie weg? Wir haben uns natürlich schon schlau gemacht. Auch die vielen Jahre, wo wir hier waren, haben wir ja auch das immer ein bisschen verfolgt. Klar haben wir natürlich nicht gerechnet, dass das auf einen Schlag, dass wir da plötzlich den Imbiss übernehmen hier an der Nordsee. Aber für uns war das eigentlich klar, wenn das schon so weit ist, dann ziehen wir durch und so haben wir es auch gemacht. Also hier direkt am Kutterhafen in Dorum ist ja die Platte, wie man das nennt. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Imbisse. Und Ihr Imbisswagen ist der Küstenimbiss mitten dazwischen. Letztes Jahr im Juli sind Sie hier gestartet. Wie war denn der erste Tag? Der erste Tag war eigentlich sehr aufregend. Wir hatten den Genticor hier noch. Der Vorgänger hat das noch organisiert. Wir hatten viele Leute hier. Wir wurden super aufgenommen, auch von den anderen Inhabern, von den anderen Wagen. Was mir immer ein bisschen ein Dorn im Auge war, wie kommen wir als sogenannte Ausländer hier an? Und das war eigentlich das Einzige, aber wir hatten einen wirklich einen tollen Einstieg und das Wetter hat eigentlich dort auch mitgespielt, war ein bisschen kalt, aber war ein toller Start. Was ist denn die Spezialität hier bei Ihnen? Was ist der Renner? Ja, der Renner hier natürlich bei uns ist die Currywurst Pommes Mayo, das ist so der Klassiker hier, aber wir sind halt, wir spezialisieren uns eigentlich auf sehr frische Ware, das heißt, und die Pommes von uns sind ja aus frischen Kartoffeln, keine TK-Ware, also nicht tiefgekühlt, sondern ja, wir spezialisieren uns eigentlich wirklich auf Frischware und nicht eingefrorene Ware. Kannten Sie die Currywurst so aus der Schweiz? Ja, die kannte ich natürlich aus Hamburg, weil wir ja immer wieder so 2 bis 3 Mal im Jahr auf Hamburg in den Urlaub gingen und dort immer die Currywurst eigentlich gegessen haben und wir kennen die, aber ich sage jetzt im Raum von der Schweiz, im Umfeld oder die anderen deutschen Nachbarregionen, die können die Currywurst nicht machen. Das ist kein Vergleich wie hier im Norden. Nun sind Sie ja auch in der Schweiz kein Unbekannter, weil das Schweizer Fernsehen Ihren Weg an die Nordseeküste begleitet hat. Wie sah das ganz konkret aus? Ja, das war ein purer Zufall. Ich konnte mal nicht schlafen und dann habe ich im Schweizer Fernsehen geschrieben, ja, wir waren dann jetzt außen an die Nordsee und so ergab sich das eigentlich, dass wir uns quasi mal angemeldet haben, haben dann aber im 2018 dem Schweizer Fernsehen abgesagt, weil meine Kinder nicht gefilmt werden wollten und das hatten sie auch akzeptiert und da haben sich aber dann noch 5 oder 6 Wochen später wieder gemeldet. Ja, möchte ihr nicht doch? Und so hat es sich dann ergeben, dass die Kinder dann einfach gesagt haben, in der Schule wird einfach nicht gefilmt, ob das in der Schweiz ist oder in Deutschland. Und so hatten wir halt haben wir das gemacht und wir sind eigentlich sehr froh, dass wir das auch gemacht haben. Das heißt, Sie sind in der Schweiz total bekannt, weil Auf und Davon, so hieß das Sendeformat, ist sehr beliebt. Ja, das ist so über 800.000, wo das anschauen und wir konnten uns wirklich nicht mehr richtig bewegen in der Schweiz, das war wirklich so. Man wurde eigentlich überall erkannt, wenn man einkaufen ging, ach, ihr seid das und die Leute hatten schon von Weitem schon gelacht und das Auto war angeschrieben, die haben auch schon auf der Autobahn gewunken und ja,
Es ist sicher schön, manchmal ist es auch ein bisschen lästig, aber es ist okay so. Nun ist ja die Nordseeküste bei den Schweizern auch ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Kommen denn hier auch Schweizer zu Ihnen an den Küstenimbiss und steuern Dorum-Neufeld ganz gezielt an, um mal zu gucken, was aus Ihnen geworden ist? Ja, wir hatten jetzt in dieser Saison, seit Mai, wo wir jetzt wieder hier offen hatten, hatten wir eigentlich, bevor die Grenze schon aufgegangen wurde, hatten wir schon Schweizer Touristen hier. Und das hat sich jetzt eigentlich auch durch die letzten Monate extrem gezeigt, dass die Schweizer hierher kommen. Auch wenn sie nur schnell eine Currywurst essen oder einfach uns schnell sehen wollen. Sie wollen Fotos machen, sie nehmen irgendwie Mitbringsel mit, wo wir hier eigentlich auch angefertigt haben, zum etwas mitnehmen an Tassen, Feuerzeug oder irgendwelche sonstigen Taschen. Und ja, das macht eigentlich das... macht uns eigentlich noch ein bisschen auch stolz, sage ich jetzt mal, dass die Schweizer uns quasi nachfahren hier an die Nordsee. Ja, super. Also ein festes Ausflugsziel für die Schweizer, die hierher kommen. Ja, vor allem sind jetzt viele halt mit dem Camper unterwegs. Das ist jetzt dieses Jahr, finde ich, relativ auch ein Fahrzeug, wo halt jetzt überall gebraucht wird hier. Und das hört man ja überall, sage ich jetzt mal. Und ja, es ist schön, dass sie kommen. Wieso ist denn die Nordsee in der Schweiz zurzeit so beliebt? Ja, ist eigentlich noch schwierig. Also, wo wir hier angefangen haben, haben wir viele Schweizer eigentlich kennengelernt, wo auch hier wohnen. Also, das hat mich eigentlich auch erstaunt. Wir hatten ja vorhin auch nicht viel mit der Nordsee zu tun, außer den Urlaub, wo wir hier gemacht haben. Aber es hat mich auch erstaunt, dass doch überall jetzt so 30, 40 Kilometer von hier doch noch viele Schweizer wohnen. Ja, hier sind viele, viele Schweizer, die auch hier immer wieder Urlaub machen. Es gibt auch Schweizer, die immer das NDR-Fernsehen gucken, um sich über die Nordseeküste zu informieren. Amrum ist ganz beliebt bei den Schweizern. Also das ist irgendwie total angesagt. Otterndorf kommt mir jetzt einfach so gerade in den Sinn, dass dort leben auch relativ viele Schweizer, so wie ich jetzt gehört habe. Und ja, es erstaunt mich trotzdem, dass man hat das, wo wir Urlaub gemacht haben, eigentlich nicht so... Also ich spreche jetzt einfach von dem Herbsturlaub, hat man nie so viele Schweizer gesehen. Das war sehr, sehr selten. Und jetzt, seit wir hier sind, dunkt es mich ja, hat es doch ein bisschen mehr. Ja. Wie war denn für Sie persönlich der Wechsel von der Schweiz hierher an die Nordseeküste? Sie haben gerade schon gesagt, wie der erste Tag hier im Imbiss war, aber für Sie und Ihre Familie, wie war der Wechsel für die Kinder, wie war der Wechsel für Sie? Ja, also für uns jetzt Erwachsenen, sage ich, ist eigentlich reibungslos verlaufen. Klar, man hinterlässt Freunde, Familie, das ist ja klar, das fehlt ja natürlich schon ein bisschen. Das will man nicht abstreiten, aber die Kinder, ja, bei der Kleinen, bei der Noemi, sie hatte am meisten Mühe. Mhm. Sie hatte noch Cheerleading gemacht in der Schweiz, wo sie halt auch aufgeben musste, wo sie sehr stark konfrontiert war. Und Timo mit dem Fußball, bei ihm ging es eigentlich. Der hat relativ schnell den Weg gefunden. In der Schule hier in Deutschland haben sie sich relativ schnell eingefunden. Das verlief reibungslos. Und der Große, ja, der Kevin, der wollte ja dann kurz bevor wir abreisen, hat er sich halt dann anders entschieden. Aber was wir ja auch verstanden haben. Ja, der ist ja auch schon groß. Genau. Aber jetzt sind alle hier und jetzt haben Sie im Grunde Ihre ganze Familie an die Nordseeküste. Ja, jetzt sind wir eigentlich komplett von unserer Seite aus und die Schwiegermama ist ja auch hier. Die hat sich jetzt auch hier angemeldet und wird auch hier bleiben. Und sie macht auch viel für uns die Buchhaltung vom Geschäft und ich habe mit dem eigentlich zum Glück nichts zu tun. Jetzt kommen Kunden. Hallo, ja natürlich, wir lassen niemanden verhungern. Das ist gut. Ja. Ich mache mal hier kurz auf Pause. So, die Gäste sind versorgt. Nun kommen ja die Gäste nicht nur hierher, um Currywurst Pommes zu essen, sondern auch, weil Ihr Opa ein besonderer Mensch war, der auch für die deutsche Fußballgeschichte von großer Bedeutung war. Was? Ja, das ist immer ein Thema hier. Wenn Sie das Bild anschauen, das Foto sehen von meinem Opa, dann kommt gerade das 1966, das Wembley-Tor zu sprechen mit dem Schiedsrichter, mit dem Entscheid. Und ja, das ist natürlich hier auf der Platte, sage ich jetzt mal, immer ein gesundes Fressen für neue Infos und
wie wurde das erlebt von mir selber, wie wurde das von meinem Opa eigentlich erlebt und so Ihr weiter. Ihr Opa war der Schiedsrichter, der 1966 im Endspiel der Weltmeisterschaft in London im Wembley Stadion das Spiel Deutschland gegen England gepfiffen hat. Da gab es in der 101. Minute das entscheidende Tor, das umstrittene Tor, der Lattenschuss, der dann irgendwie so noch reingezwirbelt ist und es war unklar, oder es gab keinen Videobeweis. Ja. Und was hat Ihr Opa dann gemacht? Ja, der rannte natürlich zum Linienrichter, zum Bachmarow und fragte ihn, ob er den Ball hinter der Linie gesehen hat. Und er sagte natürlich, der Ball ist hinter der Linie und ja, somit hat mein Opa dann das Tor entschieden, wo man wirklich heute nicht weiß, ob das wirklich ein Tor war oder nicht. Damit war England Weltmeister. Und damit hat natürlich Deutschland da verloren, 2-4 am Schluss und England wurde Weltmeister. Wie war das für Ihren Opa? Sie können jetzt ja die Innenansicht uns erzählen. Ja, das war natürlich für ihn auch war etwas Neues natürlich. Das hat es ja noch nie gegeben im Fußballsport, dass so ein Tor passiert ist oder eben nicht ein Tor gewesen ist. Und für ihn war das auch das eine Positive war natürlich, er wurde bekannt. Er wurde wirklich weltbekannt durch dieses Tor. Und die andere Seite war natürlich auch in diesen Zeiten schon 1966 gab es schon Morddrohungen, Anrufe von Fans und das war wirklich auch keine schöne Zeit. Auch meine Mutter selber hatte Telefone bekommen zu dieser Zeit schon und das war natürlich dann die unschöne Zeit. Aber wir wohnten ja in Basel an der Grenze zu Deutschland und wenn mein Opa aufgetaucht war in Deutschland, das war nie irgendwie ein Theater oder dass ihm das, dass faule Sprüche kamen immer wieder, das ist klar, aber wir hatten natürlich als Kind auch immer, waren viel in Deutschland unterwegs, um Basel rum das war eigentlich okay und er war eigentlich auch sehr beliebt bei den Leuten dann. War denn das Tor bei Ihnen zu Hause oder bei Familienfeiern noch länger Gesprächsthema? Hat Ihr Opa, hat es Ihnen, also Gottfried Dienst, wir haben den Namen noch gar nicht gesagt, hat es Ihnen noch länger beschäftigt, ob das tatsächlich jetzt alles so richtig war oder ist die Entscheidung getroffen und damit ist gut gewesen? Ja, dass es immer ein Thema war zu allen Feiern, wo wir hatten mit der Familie und er dabei war, war das immer ein Thema, das ist klar, aber zu dieser Zeit gab es keine TV-Berichte oder keine TV-Linien, Torlinien, Kameras und so weiter. Das waren Tatsachenentscheide, wo man halt einfach hinnehmen musste, ob das jetzt gut war oder nicht. Aber das war immer ein Thema, das ist klar. Und auch er hat noch gesagt, selbst wo er kurz bevor er verstarb, die sprechen in 100 Jahren noch über das Tor. Wie war das denn für Sie als Enkel, so einen berühmten Opa zu haben? Ja, für mich war es natürlich eine schöne Zeit. Ich habe wirklich sehr viel erlebt mit ihm. Ich konnte doch Franz Beckenbauer kennenlernen, konnte Uwe Seeler kennenlernen, ich konnte Gianna Nannini unter anderem auch, die Schlagersängerin. Was hat Gianna Nannini mit dem Fußballspielen zu tun? Nee, da war ich an einer Auslosung, an einer Europameisterschaftsauslosung, konnte ich ja live mitgehen. Unter anderem, wie gesagt, Sepp Blatter war dort dabei noch, der Generalsekretär von der FIFA. Und ich hatte wirklich das Glück, dass ich viel mit ihm erleben konnte, auch viele Spiele schauen konnte. Er hat ja in der Schweiz auch noch die Schiedsrichter ausgebildet, unter anderem auch noch Urs Meier, wo für das ZDF ja auch immer wieder berichtet hatte. Und da bin ich auch ein Stück weit stolz da. Haben Sie viel erlebt und den Opa immer begleitet? Ja, ich konnte wirklich viel mit und ich hatte wirklich viel, wie gesagt, viele Leute kennengelernt, prominente Leute kennengelernt und das war natürlich für mich auch eine super Sache. Und jetzt hängt das Bild vom Tor hier im Imbisswagen. Sprechen die Kunden Sie darauf an? Ja, da werde ich immer wieder mal angesprochen auf das Bild. Und ich habe das Bild ja extra mal mitgenommen. Vor 2-3 Jahren hatte ich ja Uwe Seeler noch live, also 1:1 mit ihm gesprochen und habe ihm das Bild sogar noch gegeben zum Unterschreiben. Wir waren da in einem Hotel in Hamburg und
hatten wirklich dreiviertel Stunde, konnten wir da quatschen und machen und tun. War wirklich interessant. Und, hat Uwe Seeler sich noch daran erinnert, dass Sie das Enkelkind von Gottfried Dienst sind? Oder weshalb haben Sie, nee, man kriegt nicht so schnell einen Termin, nee, bei Uwe Seeler? Ja, ich war durch seine Tochter, habe ich das. Ich kannte sie zwar nicht, aber durch die Medien, durch die Facebook und alles diese verschiedenen Social Medias, ja, konnte ich das arrangieren und konnte das organisieren, und so hatten wir das Treffen vereinbart dann, und der Gerhard Delling war dann auch noch dabei und noch ein ehemaliger Fußballer von der DDR, wo noch zu selber Zeit in der DDR-Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, für uns war das super, und anschließend ging wir gerade noch ein HSV-Spiel, und war ein tolles Erlebnis. Und wird das Tor hier noch diskutiert, oder ist das einfach so ein bisschen fachsimpeler? Da, ja, ist das so ein bisschen Fachsimpelei beim Würstchen? Das und beim ist schon Bier? Noch fachsimpel, das ist schon klar. Aber es wird trotzdem immer mal wieder diskutiert. Und wenn ich dann sage, der Schiedsrichter, das sei mein Opa, dann fallen sie alle fast um vor dem Wagen, weil sie das fast nicht glauben können. Und macht eigentlich doch Spaß, und das soll auch so bleiben, hoffe ich. Es ist einfach nur ein Gesprächsthema. Jetzt ist ja an der Küste Sturmflutsaison und Sie stehen hier direkt am Hafen. Wie lange können Sie denn hier überhaupt stehen? Ja, wir werden jetzt noch bis Ende Oktober noch hier fertig machen, das heißt die Saison beenden. Ende Oktober werden wir hier alle Wagen wieder wegziehen und werden dann wieder, oder hoffen, dass wir dann im 2021 dann im März wieder starten können. Das heißt, bis Ende Oktober kann man Sie hier auf der Platte am Kutterhafen von Dorum-Neufeld noch treffen, über Ihren Opa sprechen, die legendäre Currywurst essen und mit Ihnen fachsimpeln. Ja, das ist so. Bis Ende Oktober sind wir noch da. Und was machen Sie dann im Winter? Gehen Sie zurück in die Schweiz? Oder? Nee, wir werden, ich habe noch ein zweites Standbein, das heißt, ich habe ja noch einen kleinen Imbiss und werde mich wahrscheinlich mit dem kleinen Imbiss noch, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt zu Hause, werde ich mich noch vielleicht auf die Platte hier bewegen. Das heißt, an dem Wochenende, wenn schönes Wetter ist und das Wasser eigentlich nicht hier oben steht, dann können wir uns hier hinstellen bis zum Dezember, also bis zu Weihnachten eigentlich, kann man sich hier immer hinstellen. Der Unterschied ist, dass der Imbiss mobil ist, das heißt, dass Sie den immer hier hinziehen und wieder immer wegziehen können. Genau. Ja. Und dieser zweite, hier steht fest, der steht das ganze Jahr. Ja, der steht einfach von März bis Oktober steht der hier, der große. Mhm. Und mit dem kleinen habe ich jetzt noch, werde ich noch wahrscheinlich noch vor einem Markt stehen, unter der Woche mal ein Versuchsprojekt sind wir im Plan, und mal schauen, was da rauskommt. Und vielleicht haben Sie einfach mal wieder Zeit, um am Meer spazieren zu gehen. Ja gut, das Wattenmeer werden wir natürlich schon wieder genießen dann, und auch unser Hund, der möchte natürlich auch wieder mal wieder ins Wasser, also das werden wir sicher nachholen, aber wenn es die Temperatur noch einigermaßen erlaubt, dann werden wir auch wieder ans Wasser gehen. Super, Dankeschön, Herr Kunz, alles Gute für Sie. Dankeschön, ja. Gleich was. Na dann, auf nach Dorum-Neufeld. Der Ort gehört zur Wurster Nordseeküste und die liegt, mal so grob gesagt, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Der malerische Kutterhafen zeichnet ihn aus und der Leuchtturm Ober-Eversand. Ein schwarzer Leuchtturm, der eigentlich mal ganz woanders stand und dann an die Küste gezogen wurde. Aber das ist eine weitere Geschichte des Nordsee-Podcasts. Das Gespräch habe ich schon geführt und ich werde es bald hier an dieser Stelle veröffentlichen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt, wenn ihr ihn auf Apple Podcasts gut bewertet, sofern ihr ihn dort runtergeladen habt. Denn dann wird er anders gelistet und das ist für die Weiterentwicklung des Podcasts ganz gut. Danke für all eure Unterstützung. Danke, dass ich euch Woche für Woche mit ans Meer nehmen kann. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und jetzt gibt es erst noch mal ein bisschen Meeresrauschen für euch, wo immer ihr mir zuhört. Liebe Grüße von der Küste.